Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MIG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie heute aus Ferne und Sie sehen, ich sehe so ein bisschen aus wie ein begossener Pudel. Ja, das Wetter hält nicht so ganz, was es eigentlich im Sommer versprechen sollte. Es ist angefangen zu regnen und es soll jetzt auch noch stärker regnen. Und dabei wird auch in Salzkotten Ferne heute ein neuer König ausgeschossen. Ja, und wer genau der König der St. Marien Schützenbruderschaft Ferne wird, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. In Ferne geht die Schützentradition auf das Jahr 1748 zurück. In diesem Jahr wurde die St. Marien Schützenbruderschaft gegründet. Am Samstag vor dem eigentlichen Schützenfest am 1. Augustwochenende findet das traditionelle Vogelschießen statt. Zuvor werden der Oberst und der noch amtierende König abgeholt. Herr Steffens, in ein paar Minuten oder spätestens einer Stunde, anderthalb Stunden sind Sie Ihre Königskette wieder los. Ja. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, was war denn das Schönste im letzten Schützenfestjahr für Sie? Ach, nur zu sagen, eins war schön, das war vieles schön. Ne? Wir haben ja unser Highlight gehabt, da kam ja erst das Vogelschießen unseres und dann das Kaiserschießen. Ja, da haben wir auch wieder Glück gehabt, dass wir das hingekriegt haben. Und da reihte sich eine Sache nach dem anderen. Das ganze Jahr, das ist toll. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wenn man so eine Chance hat, machen. Das heißt, ich höre ein bisschen raus, Sie sind jetzt auch traurig, dass das Jahr jetzt endet. Ich glaube, da gibt es nicht ganz viele Könige, die sagen würden, sie wären nicht traurig. Ne? Das ist halt so. Aber irgendwann endet alles und das ist auch gut so. Welchen wieder neue geben und dann geht's weiter. Welchen Ratschlag würden Sie Ihrem Nachfolger geben? Ratschlag geben, draufhalten. Mehr kann ich da einfach nicht so sagen. Einfach machen, nicht so viel nachdenken. Gut gelaunt auch Schützenoberst Dirk Schmidt, der sich über zahlreiche Zuschauer beim Ferner Vogelschießen freut. Ja, und jetzt der Oberst neben mir. Ist denn das Schützenfest für den Oberst so das Highlight des Jahres oder vielleicht auch das stressigste Wochenende im Jahr? Also in diesem Jahr tatsächlich wieder ein Highlight, ein schönes Wochenende. Im letzten Jahr das Jubelfest war dann schon anstrengend, natürlich auch wetterbedingt. War schade, dass das Wetter nicht mitgespielt hat. Aber jetzt freuen wir uns wieder, ein Schützenfest auszurichten, was in Anführungsstrichen normal ist. Und das ist dann auch nicht so anstrengend wie im letzten Jahr. Und jetzt freut man sich natürlich auch heute erstmal auf das Vogelschießen und dann in der nächsten Woche dann auf das Schützenfest. Das große Schützenfest. Und es mag ja vielleicht den einen oder anderen Zuschauer geben, der tatsächlich noch nie in Ferne beim Schützenfest gewesen ist. Was verpasst er denn? Was verpasst man auf dem Ferner Schützenfest? Eine ganz tolle Gemeinschaft. Feiern mit Freunden ist ja da nicht das Tüler-Motto, aber ich sag mal, das kann man auf jedes Schützenfest ummünzen. Schützenfest ist einfach da, um Freunde zu finden, neue Freunde zu gewinnen und vor allen Dingen auch alte Freunde zu treffen. Ne? Und das ist immer wieder das Dorffest Nummer eins und da freut man sich einfach drauf. Und ja, und jeder, der mal hier war, sagt das auch, dass es einfach eine tolle Atmosphäre ist und man freut sich drauf. Dann geht es endlich los. Der robuste Holzadler will erlegt werden. Bis kurz vor dem Schießwettbewerb haben die Schützen die Chance, sich in die sogenannte Schießliste einzutragen. Per Los wird dann die Schießreihenfolge bestimmt, sodass jeder Schütze die gleiche Chance hat, um auf den Holzadler zu schießen. 43 Schützen haben sich heute registrieren lassen. Den meisten geht es wohl eher weniger um die Königswürde an sich, aber die Insignien sind, wie in anderen Orten auch, heiß begehrt. Zu nennen sind da die Krone, das Machtsymbol der Herrscher, genauso wie das Zepter und der Apfel. Im ersten Schießdurchgang passiert recht wenig, der Vogel lässt kaum Federn. Es kommt zum zweiten Schießdurchgang. Unter den wachsamen Augen von Moderator und dem stellvertretenden Oberst Thomas Hesse sowie Oberst Dirk Schmidt wechselt Schießmeister Max Menke das Gewehr und die Munition. Kaliber 16 oder, wie Thomas Hesse es nennt, die Königspatrone. Mit dieser Munition soll es dem Holzvogel nun endlich an den Kragen gehen, oder besser gesagt an die Insignien. Doch lange passiert nichts, Schuss für Schuss wird abgegeben. Aber der Widerstand des Holzvogels lässt sich nicht brechen. Und dann endlich, mit Schuss 62 fällt der Apfel. Als Sinnbild für die Erde und die Weltherrschaft, schon in der Antike bekannt und im Mittelalter als Reichsapfel umgewandelt, darf diese Insigne an keinem Schützenvogel fehlen. Glückspilz an diesem Samstagnachmittag, Simon Real. Simon, herzlichen Glückwunsch zum Apfelprinz. Hattest du das heute vorgenommen? Nee, eigentlich nicht. Grundsätzlich Insignien habe ich jetzt schon das Zepter abgeschossen vor 2 Jahren. Beim Jungschützenvogel habe ich alle Insignien runtergeholt, von daher dachte ich jetzt beim großen Weitermachen in ein paar Jahren dann den Vogel ganz runterholen.
langsam darauf hinarbeiten, würde ich sagen. Das heißt, für dich ist jetzt Schluss und du greifst nicht an, um den ganzen Vogel runterzuholen? Ja, dieses Jahr wird noch geheiratet, kirchlich, und dann, das geht erst mal vor, aber für die nächsten Jahre kommt das noch. Schuss 104 und das Zepter ist weg. Der Herrschaftsstab symbolisiert die weltliche Macht der Herrscher und ist auch im Schützenwesen zu Hause. Neuer Zepterprinz wird Andreas Gärtner. Herzlichen Glückwunsch, der neue Zepterprinz. Das ist ja heute ein echt heißer Kampf um die Insignien. Der Vogel ist ziemlich robust. Sie haben es jetzt endlich geschafft, das Zepter runterzuholen. Was war denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Ganz einfach, ne? Ich übe seit 28 oder 30 Jahren mittlerweile in Ferne. Und mittlerweile ist mein Kuvert relativ voll. Ich liebe das Vogelschießen und es ist eine tolle Zeit hier immer wieder. Und ich sehe Ihre Orden, Sie waren auch schon mal König. Das heißt, König. Wollen Sie sich denn heute zum Kaiser machen und weiterschießen? Och, wer weiß, ne, was da noch kommt. Ne? Erstmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Nach wie vor fehlt die Krone im Trio der Insignien. Doch starr hängt noch ein letzter Zipfel auf dem Kopf des Adlers fest. Wer Kronprinz wird, ist auch der offizielle Vertreter des Königs, falls dieser im Laufe des Schützenfestjahres mal ausfallen sollte. Um diesen Titel wird noch gekämpft und mit Schuss 111 kommt dann endlich die Erlösung. Ralf Neumann trifft genau und eliminiert die letzten Reste der Krone. Ralf, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Kronkönig, was war dein Erfolgsrezept gerade? Erfolgsrezept war, weiß ich gar nicht, der Schießmeister hat mir gesagt, ich soll auf das Weiße im Hals halten, drunter halten. Ich war ja schon mal Kronkönig vor vielen Jahren und habe gedacht, heute versuche ich es nochmal und es hat geklappt. Was bedeutet dir dieser Titel? Ich habe mich sehr gefreut, wie gesagt, hatte ja eben schon mal die Hälfte von der Krone abgeschlossen oder ganz viel. Jetzt hat es geklappt, das bedeutet mir schon viel, ja, sehr viel. Willst du jetzt auch weiter schießen, um noch den Rest runter? Ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Dann viel Spaß beim Feiern, dankeschön. Ja, dankeschön auch, ja, danke. Jetzt wird es also ernst. Wer jetzt noch unter die Vogelstange geht, der hat es auf die Königswürde abgesehen. Der Regen setzt immer mehr ein. Kein königliches Wetter heute in Ferne. Aber davon lassen Sie sich nicht abbringen. Jürgen Spreer, Carsten Steffensmeier und Guido Ab fighten um den Titel. Ein spannendes Triell. Doch dann zieht sich Guido Ab zurück. Es bleibt bei einem Duell auf Augenhöhe. Carsten Steffensmeier und Jürgen Spreer. Es kann jederzeit soweit sein. Der Holzadler ist mittlerweile ziemlich zerrupft. Der richtige Schuss und der Vogel fällt. Mit dem 118. Schuss macht sich Jürgen Spreer zum neuen Schützenkönig in Ferne und seine Frau Claudia wird die Königin an seiner Seite. Ein frisch gebackener König in Ferne, wie fühlen Sie sich gerade? Nass geregnet, aber total happy. Ich hatte es nicht geplant, irgendwie war spontan. Und warum wollen Sie denn unbedingt König werden? Warum unbedingt König werden? Was ist so toll daran? Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Nein, meine Frau wollte das schon immer und irgendwie, es war nie der richtige Zeitpunkt und jetzt war es eigentlich genau passend. Wir haben gerade gehört, Sie wollten unbedingt Königin werden und deswegen musste Ihr Mann schießen. Stimmt das? Würden Sie das bestätigen? Nein, es kam sehr unverhofft. Nächstes Jahr wäre mehr Jubiläum gewesen vom Bruder und von meinem Schwiegeropa, sag ich mal, aber leider hat er meint, heute drauf schießen zu müssen. Das heißt, Sie sind jetzt nicht vorbereitet, Sie müssen noch ein Kleid kaufen und Sie... Alles. Dann wünsche ich mir eine ganz spannende Woche und viel Spaß beim Feiern. Ja, danke schön. Das macht es doch irgendwie so richtig aus, dass die jetzt mit ihrem Hofstaat eine Woche lang ordentlich unter Strom stehen, um dann ein grandioses Schützenfest am 1. Augustwochenende feiern zu können. Leider können wir dieses Jahr nicht beim Ferner Schützenfest dabei sein, aus terminlichen Gründen. Deswegen der ausführliche Bericht hier vom Vogelschießen. Wir wünschen allen Ferner Schützen und Bürgerinnen und Bürgern ein traumhaftes und hoffentlich sommerliches Schützenfest 2024. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss! Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eickel und der Stadt Salzkotten.